Was? 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 Nein, schnapp den Fuchs, haltet ihn. Ich verliere schon wieder. Schon wieder? Lass uns zur Feier einheben. Du verlierst und ich gewinne, wie wahr. Aber ich glaube, du hast mit meinen Chips gesetzt. Ein guter Schnaps und deine Chips sind alles, was mich am Leben erhält. Hey, ich sehe einen Fuchs. Nicht schon wieder der alte Trick? Du schielst nicht in meine Karten. Riff, du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest das tun. Auf geht's. In diesem Fall möchte ich nicht neu geben. Wir sollten das Spiel mit gleichen Karten wiederholen. Es war ein unterhaltsames Blatt. In Ordnung. Gib mir ein paar deiner Chips, damit ich setzen kann. Kann mal einer noch eine Flasche Wein öffnen? Hey, ich sehe einen Fuchs, einen Elch und einen Keiler. Ah ja, ich zähl mit. Thank you.
frage mich, was das für eine Mine ist. Sie ist nicht für den Bergbau ausgerüstet. Diese Stalaktiten sehen wie Juwelen aus. Das muss eine Art Kristallmine sein. Der größere Teil des Kristalls sitzt zu fest, als dass ich ihn abbrechen könnte. Der größere Teil des Kristalls sitzt zu fest, als dass ich ihn abbrechen könnte. Das ist die Sorte Ort, die ich mag. Puh, diese Dinger sitzen ganz schön fest. Lass mich mal probieren. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Das ist die Sorte Ort, die ich mag. Meine Herren, erlaubt mir, dass ich einen Vorschlag mache. Du, Fuchs, bist ein guter Rätsellöser und hast einen gescheiten Verstand. Gute Eigenschaften, ganz sicher. Und du, Elch, bist ein guter Bogenschütze und stolzer Krieger. Dies sind ebenfalls beneidenswerte Talente, wenn es jedoch um brutale Stärke und pure Kraft geht. Sagt einfach nur Ock.
Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich würde gern Nadel und Faden gegen den Ring zurücktauschen. Hilf, mein Freund, ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich darauf eingehen würde. Nein, ich fürchte, so einem Geschäft kann ich nicht zustimmen. Sag mir, ist vielleicht dieser Kristall für dich von Wert? Nun, ja, ja, in der Tat. Also, sind wir im Geschäft? Ja, das sind wir. Der Ring gehört euch, zusammen mit meinem Wunsch, dass er euch Glück bringen möge. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Ich möchte da nicht gern herunterpoltern. Wir Elche sind für unsere Trittgenauigkeit bekannt. Ich versuche mal rüber zu springen. Wir Elche sind für unsere Trittgenauigkeit bekannt. Ich versuche mal rüber zu springen. Ich glaube nicht, dass das von dieser Seite etwas nützt. Das haben wir bereits. Ich möchte da nicht gern herunterpoltern. Nun kommt! Worauf wartet ihr noch? Ich warte darauf, dass mir starke Beine und Hufe wachsen. Auf geht's. Danach müsste es hier eine Fähre geben, die uns übersetzt. Das muss dieses alte Boot sein.
aber ich sehe niemanden, der es steuern könnte. Umso besser. Dann fahren wir eben selbst damit. Ich versuchte es nicht, wenn ich ihr sei. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Wenn ihr jenen Kanal überqueren wollt, dann solltet ihr besser mich befragen. Höflich. Wir sind auf einer Suche von großer Wichtigkeit und wären sehr dankbar, wenn du uns über diesen Kanal übersetzen könntest. Eure Suche heißet nichts und eure Dankbarkeit gar wenig. Wenn ihr diesen Kanal queren wollt, dann müsstet ihr zahlen meinen Preis. Wie hoch ist dein Preis? Ich frage nicht nach viel. Gern nehme ich Juwelen. Gold wäre bestens. Habt ihr Gold bei euch? Wir sind sehr arme Reisende. Dann sei ich ein armer Fährmann und habe keinen Platz für euresgleichen auf diesem Boote. Dieser Ring reicht als Lohne. Ich nehme ihn und wir fahren ab. Ah, der ist gut. Er sei von gutem Gewichte und woher bekommtet ihr diesen? Woher? Erkennst du ihn wieder? Wahrlich. Und er verheißt nichts Gutes. Wir sind auf dem Wege. Lehne zurück, es wird dauern. Vielleicht kann ich euch Antworten geben. Kein Preis. Was weißt du über diesen Ring? Ich weiß, dass er einem Wolfhauptmann gehöret und dass man mit diesem nicht spaßen solle. Nun, wo fandet ihr diesen? Sagen wir, ich fand ihn im Quartier des Anführers eines anderen Stammes. Dann gebet es dort eine Allianz. Eine Allianz? Was für eine Allianz? Das weiß ich nicht. Es mag alles sein, vom einfachen Handelsabkommen bis zum Militärbündnis. Das hängt ab von dem Stamme, mit dem die Wölfe sich binden. Und vom Stamme der Wölfe selbst. Angenommen, die Allianz bildete sich mit den Keilern. Dann passet gut auf, denn der Geruch von Krieg liegt in der Luft. Krieg? Mit wem? Mit jedem, der in ihren Weg gerät. Jedes Rudel, welches eine Allianz mit den Keilern bildet, sucht Streit. Erzähle uns von den Wölfen der Nordinsel. Dort säen mehrere Stämme. Die Bergwölfe bleiben meist unter sich. Sie mögen nicht gestört werden. Aber wenn ihr auf einen treffet, besteht die Chance, lebend zu entkommen. Oh, das klingt wirklich gut. Die Waldwölfe sind die freundlichsten. Nur ein Rudel großer Hunde, würde ich sagen. Die Schneewölfe leben weit im Norden. Sie sind wenige und leben als Nomaden. Klingt nicht nach jemandem, der etwas mit den Keilern zu tun haben wollte. Na, die, nach denen ihr schauen müsst, werden Jäger der dunkle Kralle genannt. Wer sind sie? Sie schlitzen deine Kehle und füttern dich an die Geier. Nur zum Spaß. Delikat. Schön, wie aufmunternd. Ihr Anführer heißt Gar. Er ist der Böseste der Bösen. Wenn es er ist, der sich mit den Keilern zusammentat, bedeutet das großen Ärger. Was kannst du uns über die Nordinsel erzählen? Nichts Gutes. Wenn ihr nicht dort geboren seid, dann wird sie sehr unfreundlich sein zu euch. Gibt es dort etwas, worauf wir achten sollten? Ja, alles. Wendet nichts euren Rücken zu. Es mag genau das sein, was euch tötet. Wo ist das Lager der Jäger der dunklen Kralle? Im Nordosten der Insel. Doch lasset euch nicht täuschen. Sie haben Posten und Spione überall. Was ist im nördlichen Teil der Insel? Ich weiß es nicht. Ich höre Geschichten über seltsame Gebäude, stammend vielleicht von einem toten Stamm, bin nie dort gewesen. Die meisten, die dort gehen hin, kehren nie wieder. Nun, dann setzen wir unsere Reise am besten fort. Wenn wir an der Insel ankommen, wird es Zeit sein, ein Lager aufzuschlagen. Ja,
Wir starten besser früh morgens, wenn wir die Spur des Waschbären aufgreifen wollen. Waschbär? Ihr suchet einen Waschbären? Ja, was weißt du über ihn? Nichts. Ich weiß nichts. Nun lasset mich verschont. Mein guter Wolf, es hängt ein Leben. Ich habe bereits zu viel gesagt. Nun verschonet mich, oder ich muss euch alle von meinem Boote werfen. Ich schwöre es. Wie kann dieser Waschbär nur solche Furcht in einem Wolf hervorrufen? Das ist offenbar kein normaler Waschbär. Auf jeden Fall werden wir die Antwort auf jener Insel finden. Vielleicht. Vielleicht findet die Antwort auch uns.